Ja, ich bin jetzt hier heute wieder beim Footlocker. Relativ spät dran leider. Ich hoffe, dass noch kaum jemand da ist. Heute kommt der Air Jordan 3 Wolf Grey. Ja, der wird mal wieder 170 Euro kosten. So wie jedes Paar. Und irgendwie sieht das hier so aus, als ob den keiner haben will. Hier ist kein Schwein. Ja, okay. Also, easy dann. Easy going. Ich warte jetzt hier noch bis um 10 Uhr. Wir haben jetzt 5 vor 10. Meine Haare liegen echt scheiße. Alles klar. Das war's. Gleich dann, beziehungsweise hier direkt im Anschluss das Unboxing-Video. Ja, euer Äpplerfin. Ja, also hier bin ich dann wieder. Hier ist der Karton. Ich habe gerade gesehen, dass ich bei dem vorigen Video ein wenig verpeilt war. na gut, dann packen wir es jetzt hier erstmal aus. Wie immer, Elephant Print. Wie ich ja gerade schon sagte, der Air Jordan 3 Wolf Grey. Meiner Meinung nach müsste er Wolf Grey Silver heißen. Also was sieht man im Internet leider nicht, aber er ist halt wirklich an dem Elephant Print silbrig, in Silber gehalten. Ansonsten einfaches Grau. Ich würde sogar sagen mit transparenter Sohle. Des Weiteren ist der Schuh von innen in Weiß gehalten, also nicht in Grau wie sonst teilweise üblich. Ja, ansonsten habe ich ja den Rest eigentlich schon in anderen Videos gesagt. Der Schuh hat jetzt halt wieder wie alle Dreierpaare oder Vierer oder Sechser oder ähnliches 169,95 Euro gekostet. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir die Verarbeitung von diesem Schuh gut gefällt. Ich hatte auch schon mal was gesehen, wo teilweise Nähte abstanden und ähnliches. Aber bei diesem Schuh scheint dies nicht der Fall zu sein. Nochmal zu dem Thema, dass keiner an dem Laden war. Es waren hinterher ganze zwei Personen noch da, die dann ebenfalls den Schuh kaufen wollten, aber ansonsten war niemand da. Also bei diesem Footlocker waren nicht mal die Kartons aufgebaut und gar nichts. Also hatten die auch nicht damit gerechnet, dass da überhaupt irgendetwas passiert. Nun gut, danke fürs Zuschauen. Euer Äpplerfin.